Hey ho, liebe Leute! Und willkommen zurück zu Rollercoaster Tycoon 3. Ich bin der MagenLP und wir sind hier im YouTube Entertainment Park. In der letzten Folge haben wir diese Science-Fiction-Achterbahn im Science-Fiction-Gebiet gebaut, die bedingt gut läuft. Wir haben die Durchschnittsbesucher sind 384 pro Stunde. Es ist jetzt nicht die Welt. Die Leute meinen sie auch irgendwie sehr, weil sie haben übelst Bock aufs Schwimmen. Ist das mein? 202 Personen sind bereits im Schwimmbad. Und es hört nicht auf. Es hört nicht auf mit Leuten. Aus den ganzen anderen Bereichen, aus dem Horror, ja, hier ist der Park, aus dem Horrorbereich, alles weg. Hier war alles voll mit Leuten. Leer. Der Science-Fiction-Park geht so, aber auch nur, weil sie durch müssen. Der Main Street ist okay. Kann man das mal so lassen. Der Western-Teil ist fast komplett tot. Hier ist nichts mehr los. Die wollen alle zum Baden. Theoretisch reicht es, wenn man sich einfach nur eine riesengroße Badeanlage hier auf diesem Gebiet klatscht, so die ganze Fläche einnehmen, einfach nur ein Badepool reicht. Die Leute kommen. Wie sieht es hier oben aus? In Dinosaurier- und Safariland. Da sind sie auch fast alle weg. Da sind sie auch fast alle weg. 19 Personen in der Stunde. 192 pro Stunde. Das ist gar nichts. Das ist wenig. Das ist schlecht. Wie viel haben wir hier? Hier haben wir 768 Personen pro Stunde. Das ist unglaublich. Das ist einfach unglaublich. Und das wird auch nicht weniger werden. Das werden immer mehr Leute. Und jetzt wollen wir noch ein paar Wasserattraktionen hier mal reinhauen. Kann ich einfach nicht reinlegen hier. So, bam. Direkt in die Wellen rein. Direkt in die Wellen rein? Oh, wir können das von der Seite aus machen. Wir drehen das einmal. Und dann kommt natürlich hier dieses Schiff of Doom direkt dort hin. So. Eröffnen wir mal. Und wir ziehen hier mal eine kleine Fläche rüber. So, halt. Das ist natürlich jetzt ziemlich blöd. Mit runden Ecken. Weil die rutschen ja irgendwie da nicht mehr rein. Das ist ja total bekloppt. Okay, so ist es natürlich wesentlich besser. So. So sollte es vielleicht passen. Wenn die jetzt rausrutschen, sollten die vielleicht nicht auf die Ecke knallen unbedingt. So, Attraktion ist, geöffnet. Kann ruhig geöffnet bleiben, ist ja nicht so schlimm. So, jetzt wollen wir aber natürlich eine große Wasserrutsche bauen. Und zwar, wir können auch den Wasserstrom bauen. Den bauen wir nachher unter die Attraktion unten drunter lang. Denn jetzt bauen wir erstmal eine Wasserrutsche. Können wir da vielleicht schon was Fertiges nehmen? Ja, H2O-Rutsche hat 5 verfügbare Skins. Natürlich was ziemlich Cooles nehmen. Den Mixer. Trichter der Angst. Wir nehmen den Mixer. Nur der Mixer ist der einzig wahre Mixer. So. Problem ist aber jetzt, wir würden die direkt sonst wohin katapultieren. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, dass wir jetzt keine andere Anlaufstelle haben. Warte mal, wir werden das mal hier hinknallen. So. Und dann werden wir mal in diesem Bereich. Das kann. Ja, ich weiß, dass das nicht eröffnet werden kann. Weil. Kartoffel. Wir müssen nämlich den Weg hier etwas verändern. Wir müssen mal gucken, wo der lang führt. Über diesen Huckel, ja. So, zack, 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 zack. Wir machen ja mal eine Verbindung dazwischen. So. Perfekt. Hier oben drüber kann man. Kann man eine Brücke legen? Das muss man aber nicht. Aber wir werden das mal machen. Hä, was ist das hier? 1-Meter-Rampe? Nein. Die soll jetzt einfach nur rübergehen. Kann nicht so schwer sein. Die soll jetzt einfach nur da rübergehen. Mein Gott! Dann müssen wir halt hier eine Meterrampe bauen. Zack, zack. Können wir das jetzt hier machen? Nein, ander. Du bist doch so blöd. Du bist doch so blöd, Mann. Zack, zack. Und jetzt. Hey, wieso geht das nicht? Oh, ich check's nicht. So. Zack, zack. Kann man hier jetzt einen Weg drüber bauen?
Wieso geht das nicht? Oh nein! Oh, ich krieg gleich eine Macke. Ich kriege gleich eine Meise. Eine Meise. Dann müssen wir das halt hier machen. Und. Das geht natürlich nicht höher. Das ist unglaublich super. Unglaublich schön. Unglaublich toll. Wie kann ich das nicht da oben hinbauen? Warte mal, so. So? Geht das so? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Wir machen das hier mal weg und machen die mal hier so. Halt. Hallo, Kat. Hast du vielleicht nur so eine Idee? Nur so eine Idee. So. So. Zack, zack. Jetzt machen wir dort. Sieht natürlich richtig behindert aus, aber okay, wir können es jetzt nicht ändern. So, zack, zack. Und jetzt können wir hier hoffentlich einen Weg rüberbauen! Geht das jetzt? Jetzt geht's. So. Ja, natürlich eine kleine Brücke jetzt gebaut. Ist natürlich so schlimm, sieht doch cool aus. Unglaublich. So, wenn die Leute nämlich jetzt runterrutschen, können sie das direkt so durchrutschen. Yeah. So, jetzt brauchen wir natürlich einen Weg. Bis da hoch. Und diese Wege mache ich immer gerne mit einem bestimmten Item. Aber vorher muss ich einen Weg bis dahin bauen. So, zack. Machen wir natürlich noch kleiner einen zweiten Weg. So. Und zwar mache ich den Weg gerne mit diesen Dingern hier. Das macht sich, finde ich, besser als mit schrägen. Obwohl die ja länger brauchen zum Hochlaufen. So, perfekt. Weg ist dran. Grün gemacht werden kann es. Beziehungsweise gelb. Wir rutschen einmal mit. Danach gleich grün. Rutschen mit. Woo! Yeah! Rutschen schön die Strecke hinab. Weil wir das können. Das macht wirklich Spaß. Yeah! Die geht wirklich schon ganz, ganz gut ab. Oh Gott, leider, wenn wir hier richtig schlecht werden können. Immer nur noch weg. Wow, Trichter auf Doom. Alter Falter. Woo! Okay, ist gar nicht so schlimm. Wir bräuchten die Strecke fast schon gar nicht bis dahin. Aber gut. Jetzt ist es egal. Jetzt haben wir's. Mal sehen, ob die ersten Leute dann dahin gehen. Wir haben bis jetzt 350 Leute in unserer Bahnanlage und es kommen immer mehr. Es kommen immer mehr. Wir brauchen mehr Eingänge. Wir brauchen mehr Eingänge, leider Gottes. So, hier noch einen hin. Hier noch einen hin. Hier einen hin. Ist jetzt nicht ganz symmetrisch, aber es ist mir jetzt egal. Ich mache das immer so im Zweierabstand vom nächsten. Okay, da ist jetzt gerade eine Palme. Das ist ein bisschen blöd. Aber okay. Was? Vor der Fahrt kann eine Notabschaltung. Fliegende Untertassen. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Unser Park hat bis jetzt 1364 Besucher. Das muss ich mal überlegen. 1366 Besucher. So viele Abonnenten würde ich gerne haben. Könnt ihr natürlich alle mitmachen. Könnt ihr mir alle helfen, dass ich da hinkomme. Kein Problem. Das wäre natürlich sehr super. Inspektion bitte alle 20 Minuten, nee, alle 10 Minuten bitte eine Inspektion. Vielen Dank. So, die Zuverlässigkeit hier ist ja relativ hoch. Mega clean, kann man so bleiben. Fliegennottassen wurde repariert. So, wie oft wurde das Ding denn schon benutzt? Wurde das überhaupt schon mal benutzt? 480 Besucher pro Stunde? Okay, das können wir nicht hinhauen. So, mal gucken. Wir gucken uns mal diese kleine, super schöne und interessante Rutsche an, die ich bitte haben kann. Der geile Rutsch, der ist weg. Da kommt er, wee! Und da kommt der nächste, wee! Süß. Nein, süß. So. Und der erste ist bereits auf dem Weg in den Todestrichter. Und er ist weg. Und gleich kommt er da rein, geschossen mit einem Affenzahn. Nur um dann rausrutschen und zu sterben. Nein, das stirbt ja nicht. Gott sei Dank. Sogar Gott sei Dank ist noch keiner bei uns gestorben. So. Wo bleibt er denn? Da kommt er. Und er kommt raus aus dem Geburtskanal der Wasserbahn. Kommt er geschossen. Das waren wie die alle zu der Strecke strömen. Da hinten, da. Wie Ameisen.
Dann gehen sie da rum, hier kommen die nächsten. Wie kleine Ameisen! Strömen die direkt alle zu der Bahn, das ist doch unglaublich. Wie die alle damit rutschen wollen, das ist richtig cool. Das ist richtig cool. So, hatte ich kurz einen kleinen Schnitt drinne. Auch kein Problem. Ihr habt nichts verpasst. Aber war gerade so Brain AFK in dem Moment. Steuerung für Karussell 1 hat versagt. Okay. Oh, 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 oh. Hier müssen wir die Inspektionsintervalle mal alle 10 Minuten machen. Das ist gar nicht gut, dass die zurzeit alle so schnell kaputt gehen, die Attraktionen. Aber hier seid ihr schon, hier. Nichts mehr los. Nichts mehr los seitdem. Jede Last. Mindestens 40 Sekunden, damit die wenigstens laufen kann, damit wenigstens überhaupt was passiert. Hier, alles tot. Alles. Unser ganzer Park geht ja langsam den Bach runter. Hier ist Mainstream, es geht, aber hier nichts. Was haben wir denn hier oben? Horrorbahn, ja, ist ein bisschen was los noch. Safari. Ja, ein paar Leutchen. Ein paar Leutchen sind noch drauf. Wow. Und alles tummelt sich hier. Hier drinne. 363 Leute, wo sind die anderen 1000 hin? Hier fehlen 1000 Leute. 1100 Leute, wo sind die alle hin? Okay, die laufen hier. Durch die Main Street. Laufen die alle lang. Selbst die läuft nicht mehr irgendwie. Da passiert auch nichts. Wir machen mal jede Last. Nur noch. Dann müssen die nicht mehr unbedingt auf Leute warten. Aussicht, hat das Tür sich nicht öffnen lassen. Oh Gott! Dann alle 10 Minuten inspizieren lassen. So, fährt die los? Sie fährt los. Wir können ja mit mal einmal noch mitfahren. Wie kann man hier nicht? Okay. Oh Gott. Oh, die hängen ja wirklich drinne. Alter, Falter, das ist ja echt krass. Das ist ja echt eine krasse Bahn. Ich bin ja schon viele an Achterbahn mitgefahren, aber an der hängenden Achterbahn, die bin ich noch nie mitgefahren. Das geht immer los. Muss mal gleich mal gucken, was das für Nachrichten sind. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ah! Wow! Alter, das war heftig! Wow! Alter! Leute, kommt mal ziehen! Wir kommen! Wow! Yeah! Wow, Schraube! Gucken Sie auf die Schraube! Alter, ist hier auf den Kopf, Alter! Oh Gott, ich hab euch heute nicht getroffen. Ich hab euch heute nicht getroffen. Ah! Wow. Und. Oh Gott, gucken Sie nach oben. Ah! Nicht gucken Sie nach oben. Spiral nach oben. Ah! Okay, das war's. Die Leute gehen schon ganz schön gut ab bei uns. Und noch einen. Ne, gucken Sie, komm nicht mehr. Haben wir es geschafft. Ihr habt es geschafft, liebe Leute. Ihr habt es geschafft. Meine Damen und Herren. So, was ist jetzt anderen aufgeploppt? Gucken wir uns mal an. Ausregnung, beste Attraktion. Schlange fordert gerade eine Notabschaltung. Wurde repariert. Okay, sehr gut. Perfekt. Ausfallzeit 3%. Okay, dann machen wir es mal alle 10 Minuten reparieren. Ist natürlich kacke, dass sie jetzt wirklich alle unseren Wildwestpark meiden. Nur für das da. 388 Personen befinden sich gerade in der Badeanlage. Und ja, es sind ja 288 Leute pro Stunde, die Rutsche. Die Rutsche hat 480 pro Stunde. Und jetzt gehen sie einfach wieder ganz schnell und geht auf einmal wieder weg. Denken sich so, nein. Ich glaube, die stehen da oben zu lange an, war. Ja, einige stehen da oben zu lange an und dadurch haben die einfach keinen Bock. Also gehen die alle wieder zurück. Aber das kann ich nicht ändern, das kann ich halt nicht ändern. Aber wieso gehen die Turme hier nicht? Die hier. Das ist ein bisschen komisch. Eigentlich müssten die Türme doch gehen. Aber wie geht da keiner hoch? Scheinbar haben sie Angst. Ja, diese feigern Schweine, diese feigern Hunde. So, ich würde sagen, wir machen aber hier so wieder einen kleinen Schnitt. Und sehen uns in der nächsten Folge von Rollercoaster Tycoon 3. Macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Ich bin der Mädchen der Peer, wenn euch die Videos bis jetzt gefallen haben.
Lasst ein Like und einen Kommentar und vielleicht sogar ein Abo, wenn ihr Bock habt, damit wir auch endlich mal diese Besucherzahl als Abozahl vielleicht kriegen. Das ist natürlich unglaublich geil. Dann würde ich, boah, Spiele verlosen bis zum geht nicht mehr. Also Leute, macht's gut und bis zum nächsten Mal.